Moin Moin und willkommen zu diesem neuen Let's Play. Es ist zwar auch nur eine Demo von Octopus Traveler, aber das Coole daran ist, wir können komplett den Anfang spielen, einen aus den 8 Protagonisten wählen, den wir gerne haben wollen, sogar Gefährten dazu holen und 3 Stunden lang spielen. Ab der 3. Stunde hört es dann auf, dann ist die Demo vorbei, aber das Geile daran ist, danach können wir direkt, wenn wir das Spiel gekauft haben, das Safe Game mit rübernehmen, was natürlich wieder richtig cool ist. So, das heißt, wir starten einfach das Ganze mal, machen ein super cooles neues Spiel und schauen mal. Also, wen haben wir denn da so? Wir haben einen Kleriker, Ophelia. Euer Name ist Ophelia und ihr seid Klerikerin. Ihr stammt aus dem schneebedeckten Frostland, wo ihr dem Orden der Flamme dient. Eure Adoptivschwester und beste Freundin bereitet sich auf die Wallfahrt zum Entfachungsritus vor, der alle 20 Jahre stattfindet. Und ihr seid stets an ihrer Seite. Möge die heilige Flamme deinen Weg erhellen. Ihr ahnt nicht, dass euch eine tragische Wendung bevorsteht. Oh, das klingt schon mal nicht schlecht. Cyrus. Er studiert. Euer Name ist Cyrus und ihr seid Gelehrter. Ihr unterrichtet an der Königlichen Akademie. Obwohl ihr viel bewundert werdet, interessiert ihr euch nur für Bücher und Rätselhaftes. Es gibt noch so viel, was ich lernen will. Eines Tages bemerkt ihr, dass ein Foliant aus dem Archiv verschwunden ist, was eure unstillbare Neugier befeuert. Okay. Wer ist er denn hier? Tressa, okay. Mein Name ist Tressa und ihr seid Händlerin. Ihr verbringt eure Zeit damit, im Laden eurer Eltern in den verschlafenen Küstenstadt, wo ihr zu Hause seid, die Regale zu füllen. Dabei schaut ihr oft hinaus auf den Ozean und sehnt euch nach Meer. Was liegt bloß hinter dem Ozean? Eines Tages legt ein fremdes Schiff im Hafen an und das verändert euer Leben für immer. Obrek. Das ist einer von den Figuren, die wir auch schon spielen konnten in der ersten Demo. Euer Name ist Ulbrich und ihr seid ein Krieger. Einst wart ihr ein stolzer Ritter, denn ihr habt euch einen Staatsstreich auf einen Schlag König und Reich verloren. Heute verdient ihr euch einen kleinen Tal im Hochland, euer Brot als Leibwächter und Waffenmeister. Wozu schwinge ich meine Klinge noch? Diese Frage quält euch Nacht für Nacht. Denn eines Tages hört ihr zufällig einen uralten Namen und dies lässt euch zur Tat schreiten. So, das ist Primrose. Die hatten wir auch in der Demo gespielt. Wer mein Let's Play dazu gesehen hat, verlinke es sonst unten. Euer Name ist Primrose und ihr seid Tänzerin. Ihr seid in eurem Gewerbe im Vergnügungsviertel der Wüstenstadt Sonnenschatten nach, wo selbst der Tag finster wie die Nacht ist. In Wahrheit seid ihr aber die Tochter des einst so stolzen Hauses Azelhard. Eure wahre Identität haltet ihr geheim. 3 Männer, die das Zeichen der Krähe trugen. Sie nahmen mir meinen Vater. Aber ihr werdet Rache üben. Gut, also das habe ich ja schon gespielt, deswegen werde ich es wahrscheinlich nicht nehmen. Ich bin Alfin. Euer Name ist Alfin, er ist Erkunder. Und ihr seid Apotheker. Ihr braut Tränke und behandelt Wunden in einem kleinen Dorf. Zwischen den murmelnden Bächen des Flusslandes. Als junger Mann wurde ihr schwer krank, dann aber von einem Reisenden geheilt, der keinen Lohn verlangte. Ich werde auf der ganzen Welt Menschenleben retten, genau wie der Mann, der meins gerettet hat. Ihr zögert zwar, euer Zuhause zu verlassen, aber ein Freund überredet euch, euren Traum zu folgen, wohin ihr auch geht. Okay, hier. Oh, ein Dieb. Therion. Euer Name ist Therion und ihr seid Dieb. Eure Vergangenheit ist streng geheim, doch kennt man eure Taten weit und breit. Bloße Gerüchte über eure tollkühnen Raubzüge sehen Angst und Schrecken unter den Reichen. Als es euch wieder ins Klippenland verschlägt, hört ihr von großen Reichtümern, die zu holen sind. Die Schatzsuche beginnt. Ihr habt es auf ein gewisses Herrenhaus abgesehen und dort nehmen die Ereignisse eine ungeahnte Wendung. Hanit. Oder Hanit. Euer Name ist Hanit und ihr seid Jägerin. Ihr gehört zu den letzten Nachkommen des uralten Clans. Euer Zuhause liegt tief im Wald. Euer Geschick mit dem Bogen ist unerreicht. Euer Meister wurde abgerufen, um das schreckliche Untier Rotauge zu jagen. Sei vorsichtig! Mögen deine Pfeile mir ihr Ziel treffen. Seit seiner Abreise ist ein Jahr vergangen. Das Zusammentreffen mit einem sehr alten Freund weckt eure Besorgnis und ihr macht euch selbst auf den Weg. So, das sind die 8. Jetzt die Frage, wen wir davon nehmen. Mich reizt es, den Dieb zu nehmen. Und das werden wir auch tun. Yes. Therion. Ich bin gespannt. Freue mich drauf. Das Übliche. Ich muss ganz kurz unterbrechen. Ich bin schon sehr aufgeregt, weil ich freue mich so dermaßen auf das Spiel. Es erscheint jetzt im Juli. Und ja, ich bin totaler Fan von solchen Spielen und gerade diese Grafik, ich weiß, es ist ein bisschen pixelig, aber trotzdem diese Tiefe mit dem 3D, das hat irgendwie was. Und ich freue mich sehr drauf. Ja, gehen wir mal weiter, wenn ihr es nur wisst. As you like it.
Wie du wünschst. I heard that thief's at it again. Ich habe gehört, dieser Dieb hat wieder zugeschlagen. Really? What's he done this time? Lifted everything off a merchant, leaving the goldsmith. Hat einen Händler, der gerade vom Goldschmied kam, um all seine Besitztümer erleichtert. Guess he didn't get his fill at that fancy manor the other day. Still can't believe he made it past all those guards. Soll ich das vorlesen? Ich glaube, wenn da synchronisiert wird im Hintergrund, dann lese ich es nicht vor. Okay? Nur wenn es nicht synchronisiert, lese ich es vor. I'm sure the more the better for him. Ach, wir lesen alles vor. Ich finde es irgendwie blöd. Je mehr, desto besser denkt er sich wohl. Die reden wohl über uns, denn ich bin ja der Dieb. Tyrion. They were more like decorations than actual guards. Die waren eher Dekorationen als echte Wachen. Swooning over someone else's work. Sinnlos, die Arbeit anderer zu bestaunen. Someday we'll make it as big as that thief, and then we'll be the talk of the town. Eines Tages werden wir diesen Dieben ebenbürtig sein, und dann sind wir das Stadtgespräch. Yeah. Ja, du sagst es, Freund. Ich, Tyrion, lächle darüber nur. Gaunerfreunde, hm? Oh, das ist gerade hell, es brennt in meinen Augen. Es war vor 10 Jahren. Unsere Wege kreuzen sich in einem besonders schäbigen Kerker. Ich erinnere mich noch gut an diese Begegnung. Schließlich hatte sie große Folgen für meine Karriere. Ah, eine kleine Rückblende. Und noch als kleiner Spund, Grünschnabel. Oi. Freunde! And? Nicht einmal ein Bitte? Ah. Mit dieser Einstellung wirst du es hier nicht lange aushalten, du Schnösel. Ha. Du scheinst da ja gut mit klarzukommen. Oh, jetzt wird er wütend, glaube ich. Oh. Ah, dieses Bastardschwein. Huh? Frecher Bengel, dann wirst du deine Manieren eben auf die harte Tour lernen. Genau wie die anderen. Tyrion lacht darüber nur. Hey. Wie ich sehe, bist du genauso herzlich begrüßt worden wie ich. Und wer bist du? Ein nichtsnutziger kleiner Fisch, der auf frischer Tat ertappt wurde. Genau wie du. Oh, really? Genau wie ich, hm? Naja, du siehst schlimmer aus. Ah, gewöhn dich nicht an meine hässliche Visage, denn in nächster Zeit werde ich bestimmt nicht schöner. Die Wachen glauben, sie könnten uns mit schlagenden Argumenten ändern. Und sie nehmen hier alle hart ran. Uns kleine Fische am meisten. Ich hoffe mal, mit hart rannehmen sind nur Schläge gemeint. Und es artet nicht im Sexuellen aus. Widerlich, nach der Seife bückend. Kann ich mir vorstellen. Also, bist du bereit, ein braver Junge und nett zu den Wachen zu sein? Bist du es? No. Nö. Und ich habe es auch nicht vor, zu warten, bis sie mich bekehrt haben. Hier, ich habe eine Nadel, um das Türschloss zu knacken. Hey. Hey. Bin gerade ein wenig beschäftigt. Hier. Probier es doch mal damit. War das? Man kann es nicht sehen. Der Schlüssel. Wo hast du den denn her? Hab ihn mir gekrallt, als der Wachmann vorhin seinen Wutanfall hatte. Hahaha. Na, sieh mal einer an. Yes! Dann lass uns von dir abhauen. Ich heiße übrigens Darius, Kumpel. Boom! Tyrion. Tyrion, okay, das ist das englische Wort. Partner. Also, Tyrion,
Wir beide sind jetzt Gauner-Freunde. Oh, das ist doch schön. Da gibt es auch eine Gauner-Ehre. Da muss man mal im Kopf behalten. Es gibt eine Gauner-Ehre. Ah, welche süße Erinnerung. Fill it up. Mach voll. There you go. Hier bitte. Wirt. Verzeih, aber hast du wirklich ein Auge auf den Ravus-Schatz geworfen? Tyrion. Falls ja, denk lieber nochmal drüber nach. Ich habe gehört, dass erst gestern ein weiterer Glücksritter im Kerker gelandet ist. Und wie viele sind es inzwischen? 20, vielleicht mehr. Das Haus Ravus geht anscheinend, begeht bekanntlich recht unsanft mit allen um, die scharf auf seine Reichtümer sind. Und trotzdem werden die armen Diebe von diesem Anwesen angezogen wie Motten vom Licht. Liegt wohl an den Schätzen, die sie angeblich dort angehäuft haben. Manche sagen, man könnte sich eine ganze Stadt und noch mehr davon kaufen. Nur eine Stadt? Was ist mit den Nachbarn? Wissen die mehr? Keine Ahnung, niemand hat den Schatz je gesehen. Ich denke nicht mal, der Meister, die Begarde in aller Munde ist, könnte sich ja alles hier wegschaffen. Ein perfektes Kneipenmärchen. Tja, wenn man schon lange genug im Geschäft ist, erkennt man so etwas auf den ersten Blick. Du bist ein kluger und geschickter junger Mann. Vermutlich liegt noch eine große Karriere vor dir. Deshalb noch einmal, halte dich von diesem Anwesen fern. Danke für den Rat. Natürlich halten wir uns nicht dran. Demnächst kann ich eine eigene Geschichte erzählen. Man sagt, das Haus Ravus liegt auf dem Gipfel des Berges, wo nur die Reichsten der Reichen siedeln. Mit dem Radar unten rechts behaltet ihr das Gebiet im Auge und könnt euch gleichzeitig orientieren. Drückt die R-Taste, um das Radar ein- und auszuschalten. Okay. Gut. Ja, das ist doch mal flott hier. Plattner. Sollen wir kaufen? Haben wir den Gold überhaupt? Oh ja, 2500. Was wollen wir kaufen? Was hat er denn so? Brauchen wir was? Was haben wir denn so? Okay, wir haben also ein bisschen Gold und wir könnten auch was kaufen. Und wir haben auch gar nicht so viel anderen Kram hier, ne? Was natürlich mehr, haut aber auch mehr rein. Eisendolch. Ja. Oh, das Messer. Aber noch hier. Man kann schon ein bisschen was loswerden hier. Ich nehme ja trotzdem mal einfach mal was Neues mit. Ich nehme mal diesen Eisendolch mit. Nee. Das obskure Messer nehmen wir mit. Okay, ich soll euch nicht ausweichen, geht ein bisschen zur Seite, das macht aber auch nichts. Wir kaufen es mal. Bäm! Sofort ausrüsten, klar. So, oder? Jetzt können wir das andere auch wahrscheinlich verkaufen, ne? Wir haben ein langes Schwert, was wir verkaufen können. Achso. Okay, gehen wir raus. Okay, transportiert euch umgehend in jede Stadt, die ihr bereits besucht habt. Okay. Aber wir haben noch nichts besucht, deswegen können wir uns noch nirgendwo hinbieben. So, Inventar. Komm hier. Langes Schwert. Da ist die Ausrüstung. Da. Ja.
So, Schwerter. Haben wir ausgerüstet, das lange Schwert. Dolche. Haben wir das obskure Messer ausgerüstet. Sehr gut. Ein paar Sachen haben wir ja. Machen wir uns mal auf den Weg nach oben, bevor ich mir meine Kohle loswerde. Ups. Oh, da steht doch jemand. Was wollt ihr irgendwas? Nee, was? Wollt ihr irgendwas von mir? Nein, wollen wir nicht. Mögen sie arm oder reich sein. Leute der Mittelklasse schlagen sich nur selten die Köpfe ein. Das heißt aber nicht, dass alle eine hohe Meinung voneinander haben. Na gut, dann gehen wir da hoch. Anwesen muss ja irgendwo da oben sein. Ist das Anwesen? Man weiß es nicht. Wir gehen erstmal hoch. Ach guck mal, diese kleinen, so auch dieses Band, was sich bewegt, also dieses, die Absperrung, das ist so Kleinigkeiten, die so ganz nett sind. Die Klippenstufen führen euch in das Viertel der einfachen Leute. Da unten kann es rau zugehen. Passt auf euch auf. Die Stadt ist in drei Ebenen unterteilt. Je höher ihr aufsteigt, desto größer der Reichtum. Und speichern, ne? Klar, speichern wir. Therion. Hinten steht auch im Mädel. Willkommen, Felsfall. Der größten Siedlung im Klippenland. Das ist wohl nicht der Weg, den ich hier einschlagen sollte. Okay. Okay, wir suchen weiter nach oben zu kommen. Wie kommen wir weiter nach oben? Hier längs, okay. Hm. Ich kenne den Weg noch nicht, aber wir finden schon. Oh, dann ist das eine Truhe. Wie kommen wir da denn hin? Oder? Bitte Dolch. Na super. Gerade einen schönen Dolch gekauft. Na gut. Ein Gasthaus, okay. Diese Treppe führt zum Haus Ravus. Es wird streng bewacht. Fremde sollten sich fernhalten, wenn sie nicht verjagt werden wollen. Wir schauen mal nach. Oh, ich bin gespannt. Oh, hier mal speichern. Oh nein! Ich wollte doch erst die Kiste angucken. Ach okay, wir können es angucken. Sehr gut. Oh, aber viele Wachen. What do we have here? So viele Wachleute auf einmal habe ich zuletzt im Kitchen gesehen. Alright. Posten wechseln! Oi. Du dort! Yes. Ja, Herr? Listen up. Schlurf nicht so rum, geh entschlossenen Schrittes. My apologies. Ja, Herr. Wir werden hier bestens bezahlt. Legt mehr Stolz an den Tag. Okay, es war die Ablösung. Fast wie eine Armee. Was für ein Ort ist das nur? Oh, oh, der Wachhund. Oh. Sogar Wachhunde haben sie. Das ganze Gelände ist mit Stolperschnüren gesichert. Um zu versuchen, über die Mauer zu klettern, scheint mehr Aufwand, als es mir Nutzen bringen wird. Eine falsche Bewegung und die Schnüre lösen Alarme aus. Hm, was ist denn da los? Listen. Welchen Teil von kein Zutritt hast du denn nicht verstanden? Exactly. Das Haus Ravus empfängt keine Besucher. Es dauert auch nicht lange, wirklich. Ich bin nur ein Händler, der... Ein Händler, sagst du? Beweise es. Was soll ich beweisen? Ich bin hergekommen, um der Dame des Hauses einige Gewänder vorzuführen. Und das sollen wir dir einfach so glauben? Wenn du keinen Beweis dafür hast, kannst du dich wieder davon machen. Aber ich... Bringt wohl nichts. Na gut, dann gehe ich eben wieder.
Hätte nie gedacht, dass der Vordereingang der leichteste Weg hinein ist. Zeit, einen Beweis zu besorgen. Ah, okay, wir geben uns auch als Händler aus, wahrscheinlich. Speichern. So. Okay. Dann müssen wir uns jetzt einen Beweis besorgen. Das heißt, wir müssen irgendwo hin und... Oh. Lauschen wir mal. Na, wenn das nicht unser Händlerfreund ist. Das ist ein Skandal. Vom Haus Aravos hätte ich mehr erwartet. Am Tor abgewiesen? Woher wisst ihr das? Das geht allen so. Gerüchten zufolge hüten sie im Innern einen riesigen Schatz. Aber ich habe es doch gar nicht auf ihren Schatz abgesehen. Ich wollte der Dame des Hauses lediglich meine Waren zeigen. Dann sollte ich beweisen, ein Händler zu sein. In der Tat, ihr braucht ein Empfehlungsschreiben, um hineinzugelangen. Ah, ein Empfehlungsschreiben. Was für ein Schreiben? Das Haus Ravos macht nur mit den renommiertesten Händlern Geschäfte. Und wie komme ich an solche Schreiben? Das verdient man sich nicht mal über Nacht. Ihr müsst euch in dieser Stadt erstmal einen Namen machen. Ihr müsst beweisen, ein verlässlicher Handelspartner zu sein. Dann und nur dann... Erhaltet ihr dieses Schreiben? Was bedeutet das, dass man die Besitzer eines solchen Schreibens an der Hand abzählen kann? Tja, das klingt nach schrecklich viel Arbeit. Seid ihr hier sicher, es gibt keine andere Möglichkeit? Na, ich weiß nicht. Zumindest kann ich mir eine vorstellen. Ein wahrer Dieb würde es einfach stehlen. Okay, wir brauchen ein Empfehlungsschreiben. Gucken, wo wir das herbekommen. Er sucht Y von dir und kann die Habseligkeit verstanden worden stehen. Ah, okay. Erstmal müssen wir einen Händler mit so einem Schreiben finden. Brauchen wir nicht. Feuerstein, Eis-Edelstein. Schatten, Seelen, Stein. Ah, brauchen wir alles nicht, ne? Lassen wir mal da liegen. So. Was es noch gibt hier? Haben wir noch mehr Händler müssen wir finden? Was ist denn hier drin? Oh, haben wir mal 1000 Dings. Oh, warte mal. Was liegt denn da hinten? Da ist nichts. Okay, aber haben wir einfach mal 1000 Goldstücke geklaut hier? Und jetzt. So, wir müssen einen Händler suchen, der so ein Schreiben hat. Oh oh. Tyrion. Bestimmt bin ich ein toller Anblick, aber hört sofort auf, mir zu folgen, ja? Du hast es also bemerkt? Für Diebe verhaltet ihr euch nicht gerade unauffällig. Du bist wachsamer als die meisten, mein Freund. Genau wie wir. Wir wissen, dass du wegen des Ravos-Schatzes hier bist. Wenn die Armee dort nur einen kleinen Hinweis auf den Wert des Schatzes ist, lohnt sich dafür jede Mühe. Und habt ihr diesen Schatz tatsächlich schon einmal gesehen? Das brauchen wir gar nicht. Sieh doch nur, was sie alles treiben, um ihn zu sichern. Wachleute, Hunde, Fallen, egal was sie haben es. Und ihr seid nur hergekommen, um mich zu bewahren? Wie aufmerksam von euch. Hör zu, wir wollen dir einen Vorschlag machen. Und meine Antwort lautet einfach nein.
Lass uns doch erstmal ausreden, Kumpel. Wir können uns gegenseitig behilflich sein. Mein Freund hier war schon drin. Er hat ihre Fallen aus unmittelbarer Nähe gesehen. Teufel auch, beinahe wäre er in eine hineinspaziert. Sei still! Du hast gesagt, dass du niemandem davon erzählen würdest. Egal. Alles ist gut gegangen und wir sind jetzt hier. Also, was sagst du? Es wird nicht leicht sein, den ganzen Schatz allein zu tragen. Wir wollen deine helfende Hand sein. Wir wollen deine helfende Hand sein. Na super. Ich habe schon zwei Hände. Das reicht mir. Du denkst also, du bist was Besseres als wir. Ist es das? Ich bin ein Dieb, kein Kindermädchen. Ein mieser Schuft bist du, sonst nichts. Pass auf, ich habe keine Zeit, euch Hofnarren zu unterhalten. Ich habe Termine. Du gehst nirgendwo hin. Geht mir aus den Augen. Alles klar bei dir, Kumpel? Sag was. Pumpel? Eine kleine Rückblende. Oi. Diebe! Ihr entkommt uns nicht. Das glaubt auch nur ihr. Partner. Darius, hier entlang. Verstanden. Verdammt, wir haben sie verloren. Sie können nicht weit gekommen sein. Sucht weiter. Tyrion. Sie sind weg. Fürs Erste sollten wir sicher sein. Das lief besser als erwartet. Ich wünschte, die hätten ihre dummen Gesichter sehen können. Haha, das haben die davon, wenn sie uns wie Kinder behandeln. Wir sind vielleicht kleine Fische, aber wir sind schlauer, als sie jemals sein werden. Das kannst du laut sagen. Wenn wir uns zusammentun, kann uns keiner aufhalten. Sieh nur, wir haben mächtig Beute gemacht. Ja, ein ganz schöner Fang. Etwas mehr Begeisterung kannst du schon zeigen, Kumpel. Das gehört jetzt alles uns. Tja. Wir wussten das, was wir wollten und haben es uns eigenhändig genommen. Das ist die richtige Einstellung. Uns liegt alle Schätze der Welt zu Füßen. Wenn du das meinst, Freund. Das tue ich. Glaub mir, wir werden die besten Teeblätter züchten, die die Welt je gesehen hat. Ich würde sagen, das handelt so ein bisschen von Freundschaft. Oh, Feiglinge. Darius. Keine Zeit für Gefühlsduseleien. Ich muss an ein solches Schreiben kommen. So. Ah, das werdet ihr bestimmt nicht vermissen. So, ein bisschen was kann man ja klauen hier. Wir speichern nochmal. Wie man sehen kann, spielen wir jetzt schon 24 Minuten. Beziehungsweise 25. Okay, hier gehen wir. Händler, gehen wir zum Händler rein. Ach ne, bringt nichts. Ja, wir müssen noch ein paar Leute suchen, die wir da irgendwie abgrapschen können. Irgendeiner wird uns da garantiert helfen können. Und im Unterland gibt es ja auch noch ein paar Leute. Oh, coole Waffen kann man stehlen. Da stehen auch noch welche.
Oh, zwei Wachen. Ist ein Händler, glaube ich. Wenn du erstmal so lange im Geschäft bist wie ich, wird sich der Ravus-Clan um deinen Besuch reißen. Alles eine Sache der Erfahrung. Aha. Mein Glück, dass du keine Erfahrung drin hast, dich in Bescheidenheit zu üben. Gut, da haben wir unseren Händler. Nunter. Ha! Das werdet ihr bestimmt nicht vermissen. Damit sollte ich hineinkommen. Perfekt. So, war eine Kleinigkeit. Gut, dass wir so viel klauen können von den Leuten. Dass sie so richtige Diebe sind. Ein richtiger Dieb sind. Macht natürlich sehr viel Laune. Und so kriegen wir alles, was wir brauchen. Ich klaue mal den Bogen von ihm. So. So, wir speichern einmal hier oben nochmal. Oh, können wir gerade nicht. So, was machen wir jetzt? Da vorne sind zwei Wachen. Wenn ich sie täuschen kann, bin ich dran. Zeit, den Händler zu geben. Okay, gehen wir mal ganz normal hin. Dumm-di-dumm-di-dumm. Hallöchen. Verzeihung, meine Herren, ich möchte die Familie Ravus treffen. Würdet ihr bitte meine Ankunft melden? Nein, heute empfangen sie niemanden, also geh nach Hause. Das ist wohl kaum eine angemessene Art, einen Gast zu begrüßen. Vielleicht sollte ich es noch einmal anders versuchen. Erlaubt mir bitte, mich vorzustellen. Ich bin ein bescheidener Händler. Du, ein Händler? Dass ich nicht lache. Man sollte nie jemanden nach dem Äußeren beurteilen. Tatsächlich war es sogar die Familie Ravus, die mich herbestellt hat. Und ich bezweifle, dass eure Dienste länger benötigt werden, wenn sie hören, dass ich abgewiesen wurde. Bestellt? Du? Glaubst du wirklich, dass wir diesen Quatsch abnehmen? Wenn wir nur ein Blatt für jeden Dieb bekommen würden, der uns ein Märchen auftischt, wären wir ebenso reich wie die Familie Bravus. Na, da das aber nicht der Fall ist, sind wir hier, um ihre Reichtümer vor Schwindlern wie dir zu schützen. Du hast so gedacht, du könntest uns an der Nase herumführen, was? Wenn du das nächste Mal bestellt wärst, solltest du an dein Schreiben denken. Ach richtig, ihr meint dieses Schreiben? Wie bist du denn daran gekommen? Das muss eine Fälschung sein. Außergewöhnliche Umstände erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Wenn ihr noch immer nicht überzeugt seid, kann ich wohl nicht mehr viel tun. Ihr werdet jetzt gehen, aber ich werde die Familie Varus darüber informieren, was sich hier vorgefallen ist. Ich bin gespannt, wie sie auf diese Schädigung meines Rufes reagieren werden. Da kriegen sie ein bisschen Angst. Warte, Herr, wir tun hier doch nur unsere Arbeit. Ja. Ihr dürft herein. Vielen Dank, meine Herren. So. Jetzt beginnt der eigentliche Spaß. Okay, das ist gar nicht so ein kleines Anwesen. Das ist richtig groß. Schleiche mich einfach durch dieses Fenster hinein. So. Ihr wisst nie, welche Gefahren auf euch lauern, also speichert möglichst häufig. Ja, ich weiß. Ich will hier immer speichern. Wo ist denn hier ein Speicherpunkt? Wäre gut gewesen, wenn hier noch einer gewesen wäre. Achso, ich kann nur durchs Fenster rein. Okay. Schleichen wir uns hier ein bisschen rum.
Heiltruhe. Heiltraube, okay. Oh, oh. Eine Wache. Okay, unser erster Kampf. Puh, nutzt die Schwächen eures Feindes aus, um euch in der Schlacht einen Vorteil zu verschaffen. Tyrion kann im Kampf Schwerter deutsche Feuermagie einsetzen. Wählt unter Angriff mit dem Richtungsknöpfen die gewünschte Waffe aus. Geht zur Dienstfertigkeit. Okay, machen wir. Oder? Das ist Dolch, ne? Das ist das Schwert? Okay. Boom! Geht in den Boost-Modus, um eure Kräfte zu erweitern. Brecht eure Feinde, um deren Verteidigung stark zu verringern. Geht in den Boost-Modus mit R und steigert die Wirkung eurer Angriffe und Fertigkeiten. Ihr haltet einen Boost. Punkt pro Runde. Ihr könnt bis zu 3 BPs einsetzen, um eure Charakter. Oh, okay, das wissen wir schon. So, wollen wir mal richtig angreifen? Müsste es doch gewesen sein, oder? Anscheinend nicht. Supi! Spitze. So, wir müssen auf jeden Fall das erste Mal Dings finden hier. Wie heißt das? Ach, da komme ich gar nicht durch. Ach scheiße, da ist eine Tür. Ist es nett. Okay, hier speichern kann ich hier nirgendwo gerade, ne? Okay. Out of my way. Was habe ich noch für Fertigkeiten? Stiel, Lauffeuer. Das ist normal. Okay. Okay, warte. So. Ding ist durchbrochen. Ah, warte. Jetzt kriegst du ordentlich einen ab. Perfekt. Steigen wir vielleicht schon auf? Guck mal. Zack. Perfekt. Okay, schnell weiter. Das können wir speichern. Was werden wir jetzt tun? Und dann war es das leider auch schon für heute. Ein bisschen was wollen wir ja noch übrig lassen. Hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge dabei. Ja, und bis dahin. Tschüss.